Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Zurück hier in Neulandenburg. Unser Ziel sollte es in dieser letzten Folge der aktuellen Staffel sein, dass wir wirklich die Planungen hier abschließen. Natürlich wird immer noch was sein und euch wird noch vieles auffallen und es wird nachzuarbeiten sein. Aber im Großen und Ganzen sollten wir das Ganze jetzt beenden. Ich habe in eurer Abwesenheit hier schon mal das Konstruktionsbüro mit Fahrzeugen bestückt. Wie ihr seht, habe ich auch hier welche wiederverwendet, die ich einfach dahin fahren lasse. Wobei ich sehe gerade, ich vermute mal, die werden jetzt erstmal sonst wohin fahren zum Tanken. Na gut, im Moment haben die eh nichts anderes vor, sollen sie. Aber Stichwort Tanken, wir kümmern uns gleich um die. Aber die Tankstellen sind ja eigentlich theoretisch schon bereit, ne? Ich weiß immer nicht, ob die auch funktionieren ohne Strom. Wir probieren es einfach mal. Haben wir hier ein VZ, was noch Kapazitäten hat? Vermutlich nicht. Ölsnitz 1, ja. Welches ist das nächste VZ, was noch Kapazitäten hätte? Wir gucken mal hier. Hier sind wir auch voll. Aber ich glaube, wir haben hier irgendwo noch ein anderes gebaut. Aber wo? Das ist natürlich die große Frage. Wie suche ich das jetzt am besten? Ja, natürlich, indem ich hier die Gebäudesuche nutze. Overlays, Gebäude, Vertriebsbüros, VZHU, VZ Elektronikzubringer. Ah, da ist es, ganz in der Nähe. Ja, 8. Schaut mal, passt mal auf. Dann machen wir das mal so, dass wir das jetzt einfach schon mal mitbeliefern von dort aus. Das müssen wir später nochmal ändern. Okay, das Gebäude ist nicht kompatibel, ist ein bisschen merkwürdig. Weil man normal. Ach, das ist ein Mod-Gebäude. Ah ja, das geht in den Mod-Gebäuden nicht. Das ist noch ein unaktualisiertes. Ja gut, dann ist es eben so. Dann gucken wir hier nochmal runter, was da eingestellt wurde. Machen wir 50%. Und dann sollte das schon ein kleiner Anschub sein. Hier ist schon wieder die Frage. Wisst ihr was? Ich weiß jetzt, wo er hin will. Ah ja, jetzt habe ich es gerade kapiert. Der will auf die andere Seite hier des Bahnhofs und dort die Strecke weiterbauen, vermute ich mal. Wobei, Bau ist kein Bauamt zugeordnet. Wo will er denn jetzt hin? Kann er sich nicht drehen? Hat er da, aber dann würde er mir irgendwie ein anderes Signal geben, ne? Wir nehmen mal ganz kurz dieses Signal da raus. Das ist, glaube ich, irrelevant. Ja, genau. Ja gut, aber was passiert, wenn er dahin fährt? Was macht er denn da oben jetzt? Okay, aber das war auf jeden Fall der Fehler. Der fährt doch, kann doch da jetzt nicht rüberfahren, ne? Oder ist da noch ein Zipfel zu bauen? Nein, der muss bis da zum Ende fahren, um überhaupt wenden zu können. Der wendet nicht auf der Strecke, ja, umso besser das, oder? Ach so, er baut doch da quer rein. Ja, wie cool. Ah, ja, super. Oh, das ist toll. Gut, dass ich das gesehen habe und das Signal weggenommen habe. Aber ich lasse mich schon wieder ablenken von tollen Kleinigkeiten. Was machen wir als nächstes? Wir müssen das Warenlager bestücken, meines Erachtens, bevor wir dann mit der Planung weitermachen. Und dazu mache ich mal Folgendes. Wir nehmen uns einfach mal ein anderes Warenlager als Vorbild. Warum? Weil dann brauche ich nicht nachdenken. Dann kopiere ich das quasi einfach und dann haben wir auch die VZs, zu denen wir springen können. Das ist mir irgendwie lieber. So, das heißt, wir sagen, obwohl ich sehe gerade, das ist ja simpel. Da hätte ich auch ein bisschen nachdenken können. Also gut, dann machen wir es hier 50%. Aber ich muss zumindest nicht suchen, welche VZs was beliefern. Das bestätigen wir erstmal und dann gucken wir. Genau, dann springen wir bitte hier hin. Wir öffnen mal beides, würde ich sagen. Genau. So, pinnen wir an. Dann können wir das schließen. Und VZ-Komponenten damit. Wobei, da brauchen wir ja nicht mal hinspringen, ne? Genau, das ist ja das Tolle an dem System. Wir bleiben hier und sagen, hier bitte beliefern. Entladen. Elektronische Komponenten. 80%. Leg los. Und genauso hier. Entladen. Mechanische Komponenten 70%. Leg los. Okay.
Das hätten wir. Ihr seht, ich habe auch wieder die Nacht eingeschaltet. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt geben wir den hier schon mal an, wo sie die Ressourcen herbekommen. Also für mechanische Komponenten bitte dahin, für elektronische bitte dahin, für Bretter bitte, jetzt keinen Fehler machen, bitte hierhin. Platten dort, Ziegelsteine dort, Stahl dort. Und jetzt ist die Frage, wo ist nächster Beton, Asphalt, Kiesmöglichkeit? Ich würde fast sagen in Leipzig, nicht wahr? Ja, sollen sie da nach Leipzig fahren? Aber hier sind wir falsch. Im Dunkeln gar nicht so einfach zu finden. Kurz mal orientieren. Warte mal. Ich kenne mich in Leipzig nicht mehr aus. Doch, hier müssten wir irgendwie richtig sein. So, hier, glaube ich, fassen wir Kies, nicht wahr? So. Asphalt kommt hierher, oder? Und Beton kommt hierher. Okay, nur die Arbeiter kommen nirgendwo her. Das ist aber normal. Da wohnen ja auch noch keine. So, alles klar. Und das wollen wir auch mit dem Großen nicht bedienen. So, dann werden die auf jeden Fall hier schon mal mithelfen und das Ganze wird noch einen Tick schneller gehen. So, und auch wenn es jetzt dunkel ist, wir müssen weitermachen. Es hilft nichts. Das ganze Ding kann übrigens jetzt auch weg. Warum sind jetzt eigentlich alle weggefahren? Weil hier jetzt alle tanken gefahren sind. Okay, pass auf, wir verkaufen jetzt alle Fahrzeuge, auch wenn sie unterwegs sind, und reißen das Konstruktionsbüro ab und werden auch dieses kleine Reststraße hier noch entfernen. Ja. So. Okay. Die Sonne geht auf und wir machen weiter mit der Stromplanung. Und von wo gehen wir jetzt weiter? Kurz mal gucken, hier. Wir haben 6 Umspannwerke zu platzieren. Das letzte hatten wir dort irgendwo gesetzt. Wir müssen natürlich hier diesen Betrieb hier komplett abdecken. Und da stellt sich die Frage. Ja, das wird schon schwierig, ne? Der wird von dem abgedeckt. Sehen wir das hier schon? Ne, sehen wir noch nicht. Das muss ich jetzt nochmal testen. Ja, ja, okay, der wird damit. So, das heißt, dahin ist nichts mehr. Das heißt, es reicht, wenn der eine hier ist. Der müsste von hier aus alles... Ist natürlich ein bisschen komisch direkt dort. Aber okay, machen wir so, ne? Aber ist wirklich ein bisschen komisch. Was ist, wenn ich den da... Na, was ist, wenn ich den da platziere? Okay, das da im Stadtbereich ist nicht so entscheidend. Hier ist es entscheidend, dass ich hier hinten alles erwische. Okay, machen wir den dahin. Nein! Das war aus Versehen Rubelbau, aber ist egal jetzt. Das ist jetzt wirklich nicht so relevant. So, das ist Nummer 1. Das heißt, wir haben jetzt noch 5 zur Verfügung. Ja. So, wir müssen jetzt irgendwo ein bisschen in den innerstädtischen Bereich vordringen, würde ich sagen. Und da werden wir auch was unterirdisch machen. Was haben wir eigentlich hier schon platziert in der Hinsicht? Wir haben nur die beiden, ne? Die decken schon ein bisschen was ab. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das heißt, meines Erachtens würde einer genügen, den wir hier noch vielleicht irgendwie mitten rein platzieren. Oder wenn wir das umkreisen, das ist auch schon eigentlich okay. Hm. Wobei, das Problem ist nur, dass ich will nicht so viele parallele Leitungen haben. Möglicherweise haben wir da noch eine Verteilung. Also pass auf, wir platzieren hier einen rein und den werden wir unterirdisch aber bedienen. Wobei, da kann er ja nicht durchgehen, ne? Das ist schon unkritisch. Nein, platzieren wir es erstmal so. Nummer 2. Dann ist Nummer 3, würde ich sagen, hier. Ja. Oder lieber hier.
Tja. Dann haben wir hier vorne einige Strukturen. Die könnten wir von hier aus bedienen. Das ist auch okay. So, das ist Nummer 4. Und Nummer 5 und 6 muss in den Bereich kommen. Wobei ich sie, wie gesagt, nicht nebeneinander packen will. Da hatten wir ja schon einen. Oder ich mache hier eine unterirdische, die bis da geht. Das würde schon auch ganz gut kommen, glaube ich. Da müssen wir bloß noch die Straße ranpassen. Ah, das geht hier schon. Ich habe ein bisschen Angst, dass zu viele Verbraucher hier sind. Pass mal auf, wir machen das so. Wir machen zwei unterirdische Leitungen. Eine platzieren wir noch hier. Das verteilt sich, glaube ich, ganz gut. So, und war das jetzt alles schon? Könnte sein. Dann machen wir erstmal die unterirdischen. Ne, wir machen das der Reihe nach. Im Kreis, damit wir hier nichts verpassen. Also, der soll einfach nur da ran. So, das war relativ simpel. Dann haben wir den und den. Die machen wir so. Der geht hier lang. Ja. Der könnte da über den Berg eigentlich rübergehen. Warum eigentlich nicht? Den führen wir hier lang und dort quert er dann das Ganze hier. Und geht da ran. Jawohl. So, dann haben wir den. Den führen wir von dort weg. Darüber und daran. Dann habe ich gesagt, will ich zwei unter der Erde machen. Das versuchen wir jetzt mal. Mittelspannung so hoch es geht. Und dann haben wir den noch. Ne? Machen wir das hier. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Sieht erstmal ganz gut aus. Jawohl. Wir müssen natürlich auch noch mit den Heizungsrohren arbeiten. Das ist auch noch ein Thema. Deswegen gehe ich hier mal relativ lange parallel und gehe dann dorthin. Okay. Und der letzte, den knüpfen wir da an. Ja, machen wir so. Spitzer Winkel, soweit es geht. Und der geht einfach hier quer rüber. Warum nicht? Und dann daran. Gut. Ja, wollen wir mal sehen. Ne? Also wir haben schon einiges hier. Ob das ausreicht oder ob das zu wenig geplant ist. Ja, und jetzt? Wo ist das nächste Ding, was wir hier angelegt haben? Da drüben. Genau. Den haben wir jetzt auf die andere Seite gezirkelt. Hier kommt ja Starkstrom an. Das hatten wir doch schon auch zu Ende geplant, oder? Habe ich da noch irgendwas vergessen? Irgendwie? Ja, genau. Hier muss es ja eigentlich reinführen. Das scheint... Ich sehe es gerade nicht. Ach, da ist es. Ja, ja, alles klar. Das haben wir geplant. Das auch. Das heißt, wir gehen von hier weg. Und jetzt ist die Frage, ob wir hier wirklich alle 5 ausnutzen wollen. Umspannwerk. Also natürlich hier drüben hin. Hier ist viel Bedarf. Die Frage ist, wo haben wir wieder eine Straße, die uns hierbei hilft? Hier haben wir eine. Reicht die? Nee, da brauchen wir auch was. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon abgedeckt ist. Sieht nicht aus. Da müssen wir hier zweistufig arbeiten. Dann wird es eins hier hinkommen. Wobei das knifflig wird da... Ah, das geht, glaube ich. Na, mal sehen. Das wird knifflig, da was rüber zu ziehen. Eins kommt hier hin. Eins bringen wir hier hin. Wir brauchen definitiv eins hier. Drei. Das heißt, wir haben noch drei frei.
Und ich glaube, so viel benötigen wir gar nicht. Einen werden wir hier platzieren. Oder auch auf der anderen Seite, ist wahrscheinlich noch besser. Und einen hier in den Bereich. Da ist die Frage, ob die Flugzeugfabrik mit einem klarkommt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das passt. Machen wir das so. Das Ding wird ja sowieso anders bedient. Und die sind damit dran. Ja, das müsste passen. Okay, das können wir alles überirdisch verlegen, würde ich sagen. Dann beginnen wir, indem wir hier das Ganze planen. Nummer 1. So, Nummer 2 geht dahin. Machen wir das mal. Ja, wie machen wir das am besten? Ja, vielleicht können wir das hier so durchlegen. Finde ich auch ganz gut. Das hinten sieht natürlich doof aus. Da habe ich nicht aufgepasst. Da müssen wir nochmal nacharbeiten. Okay. So. Was ist das hier? Habe ich hier... hier habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ne? Ich hätte den von da mitnehmen sollen. Ja, es bleibt hier, glaube ich, sowieso einer übrig. Aber machen wir das mal trotzdem. Werde ich hier das nochmal kurz kaputt machen. Das war nicht so, wie ich es ursprünglich wollte. So, wo ist der nächste jetzt hier? Ja, das ist natürlich jetzt doof, da um die Ecke zu bauen. Kann ich jetzt hier irgendwie ranknüpfen? So, genau. Ich glaube, so müsste es sein. Jo, wir machen weiter. Wir wollen jetzt... Jetzt ist die Frage, wo haben wir noch was? Da ist was. Da ist was. Einer würde dann offen bleiben. Wir können ja mal ausnahmsweise, damit es nicht so überladend aussieht, hier jetzt mal unterirdisch gehen. Und das einfach damit verbinden. Wobei er da eine ganz komische Sache jetzt draus macht. Was passiert, wenn ich das so mache? Da scheint es zu gehen. Dann planen wir das auch so. Wenn es geht, dann machen wir es. Und hier wollen wir hin. Da gehen wir direkt rüber. Ah, hier machen die U-Bahn-Gleise Probleme. Die Metro-Gleise. Komme ich hier nicht sauber rüber? Doch, komme ich. Da gehen wir ran. Und da gehen wir ran. Okay, das passt auch. Und zu guter Letzt, hier sind wir, da haben wir schon aktiv, müssen wir dahin. Und da starten wir auch mal von hier. Ja, das habe ich schon geahnt, ne? Ah, schaut mal, es geht aber sehr gut. Da komme ich auch rüber. Dann gehen wir hier an den Gleisen entlang bis da rein. Und einen haben wir dann noch offen und können gucken. Da können wir ein bisschen improvisieren, schauen, wie sich es entwickelt. Perfekt. Idiotischerweise habe ich gerade die ganze Zeit pausiert. Das ist natürlich ärgerlich. Wo doch eigentlich der Baufortschritt jetzt vonnöten ist. Was habe ich übersehen? Stau ist unwichtig. Also ist deshalb unwichtig, weil das Stau ist, der kein Problem ist. Das ist nur irgendwo am Kies. Das sollte uns nicht groß stören. Gut, da wird fleißig gebaut. Okay, die Baufahrzeuge holen sich Kram. Ah, wisst ihr was? Ich habe hier die ganzen Einstellungen noch gar nicht gemacht. Autosearch machen wir mal 3000. Aber sie haben ja schon gut was gefunden. Liefern sie Mechanismen nur mit Lastwagen? Müssen wir natürlich auch noch einstellen. Okay. So, jetzt kommt noch das Thema Heizung. Und mein Plan ist, dass wir 4 von den Wärmetauschern platzieren. Und zwar 2 so ungefähr hier, 2 da und 2 auf der anderen Seite. Das ist so die Idee. Wobei ich natürlich jetzt das tatsächlich nicht gut eingeplant habe.
was die Wohnhäuser betrifft. Man könnte natürlich das so platzieren und dann mit der Straße dazwischen gehen. Das würde schon funktionieren, würde ich sagen. Ist hier noch irgendein Objekt? Nee. Das heißt, wenn wir das hier platzieren, sind wir eigentlich ganz gut dabei. Okay, dann machen wir das. Ist jetzt schwer zu erkennen, ob die Straße einigermaßen da durchpasst. Müssen wir probieren. Habe ich tatsächlich nicht gut mitgedacht. Okay, das war jetzt verrutscht. Das sollte nicht so sein. Warte mal, ich platziere ihn gleich mal richtig. Den anderen nehmen wir natürlich weg. Und dann schauen wir mal, ob wir eine Kiesstraße dahin bauen können. Ja, passt doch locker dadurch. Ist doch gut. Habe jetzt ein bisschen schief geplant, aber das muss uns jetzt nicht stören. Es muss nicht alles kerzengerade hier sein. Ja, ziehen wir das damit dran. Okay, Nummer 1. Also es geht, man kann zwischen den Häusern durchziehen und dann ist das sogar gar nicht schlecht gedacht eigentlich, würde ich sagen. Wir gucken mal. Sind hier noch andere Objekte? Nee, von hier aus können wir auch die Feuerwehr mitheizen. Perfekt. Die Frage ist, wenn wir es dort platzieren, kommen wir dann noch hoch mit dem Heizungsrohr bei den Gleisen? Das könnte ein Problem werden. Da haben wir schon Strom. Ist auch doof. Vielleicht platzieren wir es auch einfach hier. Das müsste auch gut funktionieren, glaube ich. So, dann brauchen wir hier noch einen. Den packen wir einfach daneben ins Wohnhaus. Eigentlich macht er da ein bisschen Stress mit der Straße. So müsste es gehen. Und einen dann noch hier hinten. Und der muss dann wieder... Was ist das für eine Straße? Achso, die führt auch zum Strom. Ja, wie weit müssen wir rechts beheizen? Bis zu dem Haus da. Das reicht, wenn das von hier geschieht. Aber auch da haben wir schon wieder... Achso, das war das mit dem Strom. Ja, gut. Dann reicht es, wenn das hier geschieht. So, da ist sogar eine Kreuzung gegenüber. Das könnte ganz okay aussehen. Ziehen wir da noch eine Straße ran. Ja. Ja. Machen wir es mal so. So, die anderen haben, glaube ich, schon die Straßen und insofern werden wir jetzt die Rohre verlegen. Nein, ich habe noch was vergessen. Wir haben hier hinten ja eine Feuerwehr gebaut und das ist so eine Sache. Ja, die braucht nämlich auch immer Heizung und wir versuchen mal dort jetzt mit einem kleinen Wärmetauscher zu arbeiten. Schaut mal, wenn der dahin kommt, sind wir gut dabei. Das reicht da hinten noch und er entlastet sogar noch den anderen Bereich. Ist auch nicht schlecht. Also so passt es. Aber kann man an kleine Wärmetauscher, kann man glaube ich nur kleine Leitungen anbringen, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Probieren wir es aus. Heizungsrohr groß, unterirdisch. Ja, ja, genau. Brauchen wir hier die kleinen. Starten dann damit. Wir kommen aber von unserem Heizwerk, das sich hier befindet. Da musst du hin. Ja, das reicht auch, das passt wunderbar. So, jetzt aber die großen bitte. Und da ist wieder ein Bau beendet worden. Gut, Fleischlager. Das ziehen wir da durch. Funktioniert. So, das will ich da hinten hinbringen. Das funktioniert so noch nicht, aber das kriegen wir noch hin. Ja, jetzt sind die Stromleitungen natürlich im Weg. Wir könnten hier höher oder niedriger gehen. Schaut mal, ein bisschen niedriger und wir haben das Problem schon gelöst. Zumindest bis hier. Und von da ist es dann auch kein Problem mehr. Sehr gut. Spannend ist, ob wir da hinten hinkommen. Die Reichweite ist ja hier auch begrenzt. Auch hier sind die Stromleitungen ein bisschen problematisch. Okay, und
Ja, wir kommen vermutlich nicht mehr gut hoch, wenn wir so gehen, ne? Doch, es funktioniert. In Einzelschritten funktioniert es. Und jetzt müssen wir noch dahin. Aber das sollte doch auch klappen, ne? Okay, jetzt ist irgendeine Infrastruktur im Weg. Da machen wir hier kurz einen Zwischenschritt. Gehen auch noch mal ein bisschen tiefer. Und von dort kommen wir auch dorthin. Ja, wunderbar. Prima. Dann haben wir auch die Heizrohre geplant. Diesmal habe ich Gott sei Dank weiterlaufen lassen, sodass fleißig gebaut wird. Jetzt fehlt tatsächlich noch eine Sache, die ich bisher übersehen habe noch. Und zwar muss auch hier noch diese kleine Universität hin, unsere technische Lenin-Universität, die wir immer so gerne nutzen. Da habe ich auch noch gar keinen richtigen Plan. Könnten wir aber hier auch in den zentralen Bereich platzieren. Damit das Stromtrafo, das behindert das jetzt ein bisschen. Ja, wo passt sie eigentlich am besten hin? Könnte sie auch hier gegenüber platzieren. Ja klar, bauen wir das Ganze zentral. Machen wir es mal ganz zentral hier. Passt ja auch gut in so eine Flugzeugstadt, das zentral zu bauen. Mit den Wegen werden wir uns dann noch was überlegen. So wird es noch nicht bleiben. Beziehungsweise vielleicht können wir es eigentlich schon mal planen. Da würde ich nämlich direkt hier einen Querweg planen eigentlich. Der hier leider nicht so möglich ist. Das ist schade. Kriegen wir das noch anders hin? Ja, wahrscheinlich, wenn wir den nochmal abreißen. Kriegen wir hier einen Punkt gegriffen? Oder wir sagen, wir gehen... Ja, man muss das schon irgendwie... Man könnte das schon komplett rüberziehen. Oder wir sagen, wir gehen hier rein. Und der geht... Okay, da schaut mal, wir kriegen ihn dort angeknüpft. Das ist doch perfekt. Das ist auch immer wieder verflixt, ne? Der eine geht wunderbar gerade weg, der andere nicht. Kommt, dann nehmen wir ihn nochmal weg und führen ihn einfach auch schräg weg. Ja. Ja. Besser als nix, ne? So, und dann, wenn wir hier schon dabei sind, ziehen wir hier noch was rüber und bringen das so noch mit ran und das ebenfalls so. Und das wird geplant. Okay, ich würde sagen, alles, was ich auf dem Zettel hatte für diese Stadt, ist jetzt abgearbeitet. Ab jetzt muss einfach nur noch rangeklotzt werden. Wir schauen mal ganz kurz, warum ist jetzt hier rot? Muss ich das hier vielleicht auch nochmal wegnehmen? Das verstehe ich gerade gar nicht, warum da eigentlich rot ist, weil hier passiert auch gerade nichts. Oder machst du dir, du machst dir selber rot? Das ist ein total unsinniges Ding, was ich da mal wieder platziert habe. Zu viel des Guten, kann man nur sagen. Der will nämlich das hier bauen. Und das ist auch sehr, sehr gut, dass du das bauen willst. So, habe ich noch irgendwas Wichtiges verpasst? Stau, ja, Fleischlager, das nützt uns im Moment noch nicht viel. Das können wir ignorieren. Das andere, das haben wir uns angeschaut. Wunderbar. Ich würde sagen, das Letzte, was wir machen können, wir werden... Oh, nee, hier wollen wir nicht hin. Wir werden noch eine Passagierlinie etablieren, die ich schon mal vorbereitet habe, mit der Elektrifizierung. Und zwar nehmen wir mal jetzt eine von den anderen. Kannst du das mal wieder trennen? Ach nee, muss ich die hinten wegnehmen, ne? Genau. Und dann hängen wir hier 1, 2, ich würde sagen 3 ist ausreichend, ne? Die hängen wir da ran. So, und jetzt wird das daraus Folgendes. Wir starten mal nicht hier, weil wir da schlecht reinkommen. Wir starten in Polymerseburg. Das ist der erste Halt. Und ich bin mal am Überlegen, ob ich... ich werde, glaube ich, bei den zukünftigen Linien keine Schüler zulassen. Stopp ist nicht geeignet.
Was habe ich denn hier wieder falsch gemacht? Okay. Habe ich hier möglicherweise die Elektrifizierung nicht vollständig durchgeführt? Oder es gar etwa nicht abgespeichert? Ist hier großartig was schiefgegangen? Ne, schaut mal, hier ist eigentlich... Ah, wisst ihr was? Könnte es sein... Nee, letztes Zipfel ist auch elektrifiziert. Warum will er da nicht hinfahren? Da soll er nicht lang? An welcher Stelle steigt er aus? Eigentlich müsste er ja hier fahren dürfen. Hier haben wir auch überall fleißig elektrifiziert. Es würde auch sonst so eine Elektrosymbole auftauchen. Warum will er jetzt von dort nicht hinfahren? Was habe ich falsch gemacht? Also neuer Stopp. Schaut mal, er fährt da, er fährt da, er fährt da, er fährt da. Oder sind hier die Signale falsch? Nicht als Stopp geeignet. Okay, da hinten gibt es Elektrifizierungsprobleme. Kann es sein, dass er deswegen rumstreikt? Das müssen wir uns angucken. Ja, da fehlt noch ein Stück, das war es aber schon. Aber es kann nicht sein, dass das der Grund ist, dass das hier nicht befahren werden kann. Pass mal auf, vielleicht weil wir hier nichts eingestellt haben. Bitte Passagiere und Touristen. Ist das vielleicht der Grund? Gut, das müssen wir dann in Wolgast auch nochmal prüfen, was ich da eingestellt habe an diesem kleinen Bahnhof. Passagiere, keine Schüler, Touristen. So, nächster Versuch, ob das klappt. Ich weiß es nicht. Hier wollen wir nicht hin, hier wollen wir hin. Also, neuer Stopp. Nicht als Stopp geeignet. Warum? Oder ist das ein Problem des Bahnhofs? Ist der Mod-Bahnhof kaputt? Nicht als Stopp geeignet. Wir gucken uns mal die anderen Bahnhöfe an. Woran das liegen könnte. Der ist auch nicht geeignet. Der muss ein anderes Problem sein. Ist ja verrückt. Eben lief es doch noch problemlos. Alle nicht geeignet. Wahrscheinlich mache ich irgendeinen dummen Fehler. Ach, wisst ihr was? Die Maschine hat schon eine Linie. Ja, alles klar. Okay. Das ist, glaube ich, das Rätsels Lösung. Ja, oh mein Gott. Okay. Also, beladen. Keine Arbeiter. Diesmal auch, obwohl, Studenten, ja. Mit Grundbildung. Dann können die vielleicht zu irgendeiner Universität fahren. Machen wir es mal so. Aber dann müsste man dort auch das anhaken am Bahnhof. Und das will ich nicht. Nee. Also nur Passagiere ist dann eben so. Entladen, okay. Hier habe ich übrigens mal einfach so hier noch ein kleines Gleisdreieck gemacht. Wobei ich da gucken muss, da stimmen die Signale noch nicht. So, beladen keine, sondern nur Passagiere. Und dann fahrt ihr weiter nach Neuerswerda. Da auch. Keine Studenten, keine Arbeiter, nur Passagiere. Dann geht's wieder zurück. Dann geht's wieder nach Polymerseburg. Und dann geht es nach Wartenburg. Und dann geht alles von vorne wieder los. Das ist die Tour. Okay, die kann starten. Er fährt los. Ich muss kurz noch, bevor wir da gleich ein bisschen reinschauen, muss kurz hier noch die Signale verändern. Denn so, wie es jetzt ist, geht es jetzt nicht. Das muss weg, das muss weg, das muss weg, das muss weg. Das wird eine große Kreuzung, logischerweise. Ein Chain-Signal hier vor. Ein Na, da kann ich keins machen. Ist ja unerhört. Dann eben eins hier. So, da haben wir das Ausfahrtssignal und hier das Ausfahrtssignal. Das müsste dann eigentlich passen. Okay, so, und jetzt werden wir diese Staffel beschließen. Hier sehe ich gerade, gibt es noch ein kleines Problem. Ja, ich
bin noch nicht ganz beim Beschließen. Tatsächlich ist noch ein kleines Feld, das wir im Sofortbau noch erledigen. Da wäre die Rückfahrt gescheitert. Schaut mal, der ist jetzt hier schon relativ weit gefahren. Wir werden jetzt... Ja, steigen wir richtig ein? Sind wir zu schnell? Fährt er so schnell? Oh mein Gott. Okay, alles klar. Machen wir so eine Mitfahrt. Also, das ist natürlich ein ganz anderes Tempo. Das ist ja fast... Ey, das ist irgendwie nicht gut. Ich glaube, wir steigen lieber aus und nehmen diese Perspektive. Die gefällt mir besser. Okay, wir sind also schon in Polymerseburg angekommen. Ein paar Passagiere stehen dort. Warten, dass sie einsteigen können. Das haben wir auch noch nicht aus der Perspektive. Hä, warum fährst du jetzt zurück? Okay, die schöne Mitfahrt ist direkt schon mal unterbrochen. Warum? Warum? Gibt es da möglicherweise auch Signalprobleme? Oder er fährt hin und her, weil er nicht kann? Okay. Das ist das Problem, wenn man sowas macht. Hier ist ein Signalproblem auf die Schnelle. Ja, das ist natürlich komplett falsch. Da habe ich schief geguckt. So kann es ja auch nicht funktionieren. Und da hinten gibt es auch ein Problem. Ja, ist doch gut. Nehmt es als Test. Als Testfahrt. Hier müssen wir nochmal gucken. Ne, wo bin ich? Hier müssen wir hin. Ja, das machen wir mit Rubel nochmal. So, da ist jetzt auch Strom. Und jetzt springen wir schnell zurück. Oh Gott, diese ganze Strecke ist ja noch überhaupt nicht... Da ist ja komplett... Was habe ich denn hier gefuscht? Was ist denn hier los? Rubel bitte. Das war's aber. Es war nur ein Fitzel. Nein, es ist hier leider mehr als ein Fitzel. Das kommt, weil ich den Teil nicht elektrifizieren wollte. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Weil die ja da gar nicht langfahren. So, was habe ich hier versäumt? Ist da noch ein Zipfel vergessen worden? Schaut mal, da. Da ist der Bösewicht. Und jetzt ist es aber, glaube ich, in Ordnung. Okay. So, jetzt ist der Zug. Haben wir ihn jetzt verpasst? Ne, er steht da immer noch. Er sucht den Weg. Wir nehmen die Verfolgung wieder auf. So, jetzt. Fährst du jetzt andersrum? Hast du jetzt keinen Bock mehr? Ich bin enttäuscht. Das Blöde ist, dass wir ihn jetzt nicht mehr drehen können. Okay. Das ist jetzt ein bisschen schade. Wie kriege ich ihn jetzt aufs andere Gleis? Und vor allem, was macht er jetzt eigentlich? Also wo fährt er jetzt wirklich hin? Er soll ja eigentlich nach Wolgast. Ja, pass mal auf, dann schicken wir ihn jetzt erstmal nach Wartenburg. Ach, jetzt macht er die ganz große Runde. Die kann er fahren? Okay, das ist illegal. Aber von mir aus... Dann fahr jetzt nach Wolgast auf dem ganz langen Weg. Skurril. Das heißt, er fährt dann von oben ein. Ich verstehe. Naja, ich meinte, dann kann er auch direkt nach Neueswerda fahren, oder? Ob das schon geht? Ist das alles... Scheiße, jetzt habe ich ihn komplett... Okay, die Strecke ist nämlich, glaube ich, noch nicht vollständig elektrifiziert. Oder es gibt Probleme, das könnte sein. Die Probleme, die ihr schon gesehen habt. Naja, passt mal auf. Es ist ja auch nicht so schlimm, wenn wir eine andere Art von Mitfahrt machen. Nicht auf der regulären Linie. Wird eine kleine Chaos-Mitfahrt. So, daneben hier. Es ist doch auch schön. Hier ist doch noch harter Huckel drin. Eieiei. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen.
schön, diese Wohnblöcke. Das Tempo ist echt enorm. Das ist schon ein anderer Schnack. Natürlich, wie immer, regnet es, wenn man hier mal eine schöne Mitfahrt machen will. Aber gut, auch der Regen zeugt ja eine gewisse Stimmung. Hier auch ein unschöner Huckel. Aber was man auch sagen muss, ich meinte, er fährt jetzt 160. Und wird nicht durch Verkehr anderer Züge im Moment irgendwie stark gebremst oder so. Er kann hier zumindest sauber durchbrausen. Ja, er fährt natürlich direkt hier durch den Bahnhof auch nochmal. Warum eigentlich nicht? Können wir auch nochmal Hallo sagen. Allerdings halten wir nicht. Die sind neidisch jetzt hier in Stralsund, dass noch bei ihnen kein so ein toller elektrifizierter Zug hält. So, und jetzt geht's auf diesem Wege nach Wolgast. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob die Elektrifizierung schon wirklich bis Neueswerda funktioniert oder ob da noch irgendwo ein Problem ist. Aber ich denke, wir bleiben mal so lange dran. Auch da warten ein paar Passagiere. Steigen hier auf welche aus? Sieht nicht so aus. Okay, hier ist es ein bisschen lang, aber geht noch gerade so. Und jetzt? Jetzt hat er, glaube ich, Probleme. Das ist das Neueswerda-Problem, das wir vorhin schon gesehen haben. Ja, da gibt es irgendwo ein Problem. Aber, liebe Leute, das wird uns nicht fertig machen. Hier bei der Einfahrt ist es ein... Es scheint mir ein Signalproblem zu sein, nicht wahr? Ja, oder es ist ein Stromtrassenproblem. Alles möglich. Ach, schaut mal da hinten. Da ist ja noch gar nichts fertig gebaut. Ich bin entsetzt. Okay, das heißt, jetzt müsste er fahren können, oder? Komm, dreh dich nochmal um, versuch es nochmal. Belegtes Gleis auf weiterem Weg. Aha, damit hat er Probleme. Bis da hinten, aber jetzt kann er fahren. Okay, bis da hinten muss er dort stoppen. Ah ja, interessant. Kommt, ich kann irgendwie jetzt noch nicht ausschalten. Wir nehmen nochmal die Nachtfahrt hier mit. Bis Neueswerda müssen wir jetzt einfach mal kommen. Ah, schön. Herrlich. Das wichtigste Gebäude der Republik, das Atomkraftwerk. Der Blick auf Wolgast am anderen Ufer. Der Blick auf Neueswerda, die Metropole. Die stolze erste Stadt unserer Republik. Vielleicht solange die andere Hauptstadt noch nicht existiert, die heimliche Hauptstadt dieser Republik. Immerhin ist da der Fernsehsender. Oder ist, nee, da ist der Radiosender, ne? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und es sieht ganz so aus, als würden wir sauber durchkommen. Runter geht's. Rein in den Bahnhof. Und wir sind angekommen. Auf dem schmutzigen Gleis. Wie auch immer.
Ich freue mich, diese Staffel mit diesem kleinen Erfolgserlebnis beenden zu können. Ich verlasse die Republik mit einem Blick hier über die Landschaft und freue mich auf die nächste Staffel. Passend zur Abmoderation geht die Sonne auf. Wie könnte es schöner sein? Wir sehen uns. Bis dahin macht's gut, euer Steinwald.